Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Evil Within 2. Ja, da sind wir wieder. Bei der lieben Katze mit dem Bändelchen, hallo. Ja. Wir kommen bald wieder. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wir sind hier wieder in unserem sicheren Ort. Da gehen wir gleich wieder raus und Mikrofon, warte kurz. Kurz warten, so, Mikrofon kurz besser eingerichtet, so. Genau, wir sind hier in dieser Hütte. Hier geht's raus. Okay, und genau. Wir sind in dieser kleinen Stadt hier, Union, genau. Okay. Mal sehen, ob ich dieses Signal finden kann. Okay, erfassen. Ist ziemlich weit weg. Aber das ist meine einzige Spur. Gott, hoffentlich ist es Lily. Okay. Nach dem Erfassen zeigt der Kommunikator die Richtung und relative Entfernung zum erfassenden Resonanzpunkt an. Erfasste Resonanzpunkt erscheint auf der Karte. Ja, okay. Spüre den Ursprung der Stimme des Mädchens mit Hilfe des Kommunikators auf. Das versuchen wir mal. Weiter so auseinanderfällt, gibt es bald nichts mehr zu suchen. Ich muss dieses Signal finden. Ach du Heilige. Hä? Was ist das da oben? Ein Haus? Auf dem Kopf? Alter, aber es sieht schon extrem geil aus. Boah. Und ich glaube, von hier hinten kamen wir ehemals. Da hinten war das Haus mit der Mutti da, die den Jungen da Gehirn fütterte, genau. Ja. Und den Kommunikator, so, von da hinten. Und dann haben wir noch andere Signale. Toter Mobius-Operative wurde protokolliert. Aha. Und was ist das Grüne? Ja, okay. Dann schauen wir mal kurz auf die Karte. Das möchte ich auch noch kurz machen. Ach du Scheiße, das ist hier ein Riesenweg. Hier ist noch ein Unterschlupf und da ist das Hauptziel. Das ist schon ein Weg. Seht ihr, von da kamen wir. Da haben wir gestartet. Da war das Haus und jetzt ist alles kaputt. Okay. Und einerseits gefällt mir das, weil uns wird ein bisschen Platz für Untersuchungen gelassen. Das heißt, wir werden uns jetzt zuerst ein bisschen umschauen. So, und einsammeln, was wir nur können. Und wie war das Schleichen? So nicht. Wie schlichen wir? Da hinten ist nämlich so ein Jockel. Der jockelt darum. So. Ich glaube, was auch noch funktionieren sollte, wie beim Vorgänger, wenn wir Flaschen an den Kopf werfen. Und ich glaube, wir können unter Autos klettern. Das probieren wir auch ganz schnell, bevor der Typ da... der hat das Auto untersucht. Okay. Nein, da war nichts. Alter, geh weg. Schau mich nicht mit deinen roten Augen an. Boah, ich dachte, der versteckt sich unter dem Auto und krabbelt nur geschwind runter und holt sich die Muni. Alter, mach doch keinen Scheiß, Sebastian.
Der Typ bekommt jetzt eine Flasche im Kopf. Oh mein Gott, das treffe ich nie. Ich werde mich blamieren jetzt. Aber ich versuche es trotzdem, ist mir egal. Na komm. Okay, das geht auch. Okay. Notfalls die Waffe ausrüsten und mit A war's, hä? Mit A. Alter, der Idiot! Wieso dreht er sich um? Und wieso habe ich die Waffe ausgerüstet? Die braucht zu viel Muni. Alter, nichts funktioniert hier in der neuen Aufnahme. So. Ich will die andere. Wie war das? Nein, hier war das Menü, genau. Waffentyp wechseln, ja, verdammt. Ich will die. Die andere braucht mir zu viel Muni. Na toll, die ist leer. Na toll, jetzt habe ich die andere nachgeladen, jetzt ist da die Muni. Oh mein Gott. Alter, nichts funktioniert. So, was liegt da noch? Ah, sehr schön. Diese Dinge häufen hier Leichen auf. Aber warum? Ah, eine Axt. Handaxt. Wenn du eine Handaxt erhalten hast, ersetzt sie im Kampf vorübergehend das Feldmesser. Manche Gegner tötet sie sofort, gehen nach einmaligem Gebrauch aber zu Bruch. Handäxte sind an verschiedenen Stellen in Union zu finden. Oder können Gegner abgenommen werden. Genau, das sind diese Einmalgebrauchsdinger. Ich glaube, da müssen wir eigentlich nicht von hinten kommen, da können wir auch von vorne mal reinschlagen und dann ist der Typ tot. So. Bitte vergib mir meine Sünden. Bitte vergib mir meine Sünden. Bitte vergib mir. Oh Herr, bitte. Ich weiß, ich habe gesündigt, aber nicht das. Bitte vergib mir meine Sünden. Vergib mir. Oh Herr, bitte. Bitte vergib mir, was ich getan habe. Hallo? Bitte vergib mir. Alles in Ordnung? Bitte vergib mir. Oh Gott, bitte, bitte. Ach du Scheiße. Da bin ich froh, dass ich die Waffe ohne Muni habe. Alter, Scheiße. Ach du meine Güte. Wie schlage ich schon wieder? Ich weiß nicht mehr, wie ich schlage. So war das. Alter, wow. Alter, das geht doch nicht. Einfach zu dritt hier die Kirche stürmen. Ja. Das hat ja gut geklappt. Alter, ich wusste nicht mehr, wie ich schlage mit der Axt. Ah. Aber ganz ehrlich, wieso schon am Anfang des Spiels so etwas? Das geht doch nicht. Wird einfach die Kirche gestürmt. Diesen Sündigen. Sündern meine ich, Sündigen. Oh, ich hoffe, wir starten nicht allzu weit hinten. Du kannst X drücken, um deine Waffe auch da nachzuladen, wenn das Magazin leer ist. Der Typ sollte tot sein da hinten, oder? Ich glaube. Was zur Hölle? Alter, da musste gerade Leichen neu laden. Ich dachte gerade. Ja, kennen wir. Diese Dinge häufen hier Leichen auf. Aber warum? Wahrscheinlich zum Wiederbeleben. So, und dann kurz unter das Auto schauen. Da war, glaube ich, auch noch was.
Oder das haben wir schon. Ich weiß nicht, was es hier speichert und was nicht. Oh Mann, können wir das jetzt überspringen, bitte? Ja, können wir. So. Ich töte zuerst den hinter uns, komm. Der ist am gefährlichsten. Oh. Okay. Und ich habe die falsche Waffe immer noch. Alter, reg mich nicht auf. Du hast ja gut, Kollege. Boah. Aber ich muss zugeben, sie ist gar nicht so schlecht. Einfach so kurz bam, bam, bam und Kopf weg. Das ist gar nicht schlecht. Nur die Frage ist, braucht es zwei oder alle drei Schüsse dafür? Wo ist dein Schlabbergel? Wo ist das? Hast du das hier drin verloren? Wo ist das? Ich will dem seins auch noch. Ach Mann, jetzt hat es einfach verloren. Boah. Und jetzt habe ich wieder keine Muni mehr. Das heißt, nein, diesmal legen wir definitiv die auf den Slot da. So. Jetzt haben wir sowieso bei beiden 0 Muni. Okay, dann laden wir das nächste Mal die wieder nach. Was ist das? Metallrohr. Ein Stück eines Metallrohrs mit Rost an den Enden. Als Schläger nicht unbedingt geeignet. Außerdem hast du ja Schusswaffen, du Dummerchen. Mit dieser Komponente können nützliche Gegenstände hergestellt werden. Ja, okay. Ich sage ja nicht, ich will es ja. Ich habe ja ein Messer, von dem her. Muss mich das Spiel hier nicht zurechtweisen. Sehr gut. Hat jemand ein bisschen Schießpulver an den Gottesdienst mitgebracht? Erinnert mich schon jetzt an Far Cry 5. Okay, da könnte man raus und ich höre irgendetwas wieder stöhnen hier. Nicht auf die liebliche Art. So. Nehmen wir noch das Gebüsch mit. Da hat der Priester kein. Das ist kein Problem. Die kennen wir doch noch, die Statuen. Warte kurz. Okay, es gibt also wieder Schließfächer. Leichenschrankschlüssel. Mit diesen altmodischen Schlüsseln kannst du Leichenschränken, Schwester Tatjanas Leichenhalle öffnen. Ach, sehr schön, da kommen wir wieder gute Belohnungen. Der Pater hat sich definitiv gewehrt. Das ist der Pater? Ach du Scheiße. Ah, du meinst den, den ich gerade getötet habe, oder? So, schön. Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie Orgel von dieser Seite gesehen. Ich wusste nicht, dass die so viele Tasten hat. So, halt mal die Schnauze, es wollen Leute schlafen da. Unglaublich, diese Ruhestörer. Okay, aber ich glaube, mit dem Leichenschrankschlüssel hat sich die Kirche hier gelohnt, dass wir die durchsucht haben. Dann schauen wir mal, was es sonst noch im Städtchen hier gibt, in diesem idyllischen Ort, wo uns nichts Schlimmes passieren wird. Ohne Munition vor allem. Ich muss besser schleichen. Leute, ich muss besser schleichen. So, gehen wir hinten rum oder gehen wir weiter die Hauptstraße entlang? Sieht man da ein bisschen was? Also es sind wirklich verdammt viele Häuser, die man erkunden kann. Ich gehe mal der Hauptstraße, glaube ich, entlang. Nee. Dem seine Augen leuchten doch noch. Alter. Der ist nicht tot. Schau doch dem seine Augen an. Verarsch mich doch nicht. Warte. Ich will, dass er mich packt. Dann habe ich bewiesen, dass er nicht tot ist. Der lebt doch noch. Schau doch den an. Die Augen des Bösen leuchten in dem. Na gut. Irgendwie gefällt mir auch noch, die Hauptstraße ist so offen, sehe ich die Monster besser und da ist schon wieder eine Statue. Ja, Himmel nochmal. Nehmen wir doch mit. Wir nehmen alles, was wir bekommen können.
Sehr schön. Was ist das hier? Ein Diner? Oder einfach ein Wohnhaus? Ah, das Union Besucherzentrum. Entschuldigung. Wie geht es uns eigentlich gesundheitlich? Ja, da können wir wieder mal eine Spritze vertragen. So. Jetzt ganz ruhig. Ich glaube, wir sind hier nicht alleine. Schießpulver finden wir jede Menge. Ich frage mich, was das obere Limit ist. Die obere Tragekapazität. Ich hoffe, die ist mal unendlich. Es wäre schön, wenn das in einem Spiel so wäre. So haben wir hier eine leere Schublade. Mag ich am liebsten. Immer das Erfolgsgefühl ist so schön bei leeren Schubladen. Okay, hier sind noch leere Vitrinen. Ein paar Rundführer für das schöne Städtchen. Ein paar kulinarische Tipps hier, wo es gute Restaurants gibt. Die müssen wir noch besuchen. Gibt es Gehirn auf Salat serviert? Lecker, lecker. Ich kenn's. Informationen. Willkommen in Union Broschüre. Union ist die perfekte Mischung aus Kleinstadtcharme und modernem Komfort. Umgeben von zahlreichen Naturwundern. Kommen Sie und erleben Sie einfachere Zeiten, wo Sie wieder mit einem warmherzigen und freundlichen Lächeln Ihren Mitbürger empfangen werden. Lassen Sie das hektische Treiben hinter sich und kommen Sie an einen Ort, der Sie mit offenen Armen empfängt. Union, schön, dass Sie hier sind. Ja, genau so sieht es hier auch aus. Kann man das auch drehen? Ich möchte mal hinten drauf schauen. Ah, schön, Juke Diner. Aha, sehr schön. Das Wetter sieht genau gleich aus wie auf den Fotos. Überhaupt nicht düster und dunkel, finde ich sehr schön. So, nehmen wir mit. Was ist das? Ein Foto mit Blumen, ja, sehr schön. So, was haben wir sonst noch? Den Stuhl können wir ein bisschen herumschieben. Leer. Eine Schande, dass das Zeug einfach leer ist. Und da ist abgeschlossen. Haben wir eine Broschüre hier bekommen, aber sonst, ja, ein bisschen Schießpulver. Das können wir vielleicht noch anschauen. Map of Union. Ist nicht so klein, hä? Ist schon. Also, eine kleine Stadt ist das schon fast. Also ein Dorf kannst du dem nicht sagen. Schnauze da hinten, die stehen immer noch herum. Union, Septic Service, Septic Tank and Treatment, Plant Cleaning. Ah. Warte, ja komm, ich schau mich mal da hinten um. Auch wenn es hier eine dunkle Seitengasse ist, die mir sehr sympathisch vorkommt, gehe ich mal dahin. Psst, ganz ruhig. So, wenn ich das jetzt ver... Vielleicht wäre es klüger, ich schalte manchmal das Licht aus. Was denkt ihr? Das könnte noch eine gute Idee sein. So, komm, friss weiter. Ich bin hier getarnt, hoffe ich. Ah, sehr schön. Danke für den Tipp. Dankeschön. So, ess weiter. Wieso ist er nicht weiter? Wieso direkt, wenn ich komme? Boah, ich muss hören. Ich muss genauer darauf hören, wann der wieder zurückgeht. Oder so kann ich auch schauen. Na komm. Und los. Es kann nicht sein, dass ich den jetzt auch nicht erwische. Das kann einfach nicht sein. So. Und nochmal. Okay, zweimal reicht. Schön, wie das da rausblubbert. Das nehme ich gleich mit. Leere Kisten. Wieso stellt jemand Kisten dahin, die komplett verschlossen sind, zugenagelt, aber sie sind leer? Was macht das für einen Sinn, Leute? L
Licht kann ich wieder machen. Na komm, gehen wir nicht zu weit in diese Richtung. Bleiben wir mal ein bisschen näher bei der Hauptstraße. Alter, ich finde schon, dass es extrem offen ist hier. Viel zu erkunden. Eben, das Problem ist einfach, ich finde es zwar cool, dass es so offen ist, aber man übersieht halt leicht was. Das ist ein bisschen das Problem. Und da vorne ist wieder ein Festgelage. Sehr schön. Waffenteile, oder? Ja. Komm schon, ich will diese Kiste auch. Leider nichts drin.